Das war Dienstag und jetzt noch eben den Mittwoch reinhauen. Packt das denn die Festplatte? Ja, Ausgaben für Upgrades, guck, bin ich ganz oben. Immer ganz oben. Die Ultras haben hinterher richtig viel Schaden gemacht. Die waren aber zu schwach abgegradet. Die hatten nur 3 Einser Upgrade. Das ist zu wenig für Ultra. An sich eine super Kombi, aber gegen Protoss ist Doppelz ja generell immer für den Arsch, finde ich. Also ich weiß nicht, die Pros sind ja vor allem ganz gut als Zerg gegen Protoss. Ich finde Zerg, sie mit Zerg gegen Protoss spielen immer sehr schwer. Ich weiß nicht. Bei derselben Armeestärke. Wir können halt dick nachpumpen, das hat man einmal kurz gesehen, aber wir kamen einfach nicht. Das sind übrigens dieselben, glaube ich, ne? Nein. Echt nicht? Nein. Gut, ich habe gerade Schiss gehabt. Nee, ist auch Protoss-Zerg, aber nein, das sind nicht die gleichen. Oh, willkommen zum Montag. Vielleicht bin ich ja auch Protoss. Mittwoch. Meine ich doch, Mittwoch. Genau dasselbe. Beides und eine neue Karte, yay. Ja, geosynchroner Bruch. Wir haben 2-2. Wir haben bis jetzt nur 2 Siege in der Aufnahme gehabt. Die Montags-Matches. Ich bin durch. Die anderen 3 warten noch. Jetzt noch Buba und Loki. Loki ist durch, Buba und ich bin Protoss. Ich hab's mir fast gedacht. GG, HF und ich werde 3-Gate Opening und pushen. Die Karte ist immer so dunkel. Oh, geht. Auf meinem Bildschirm sieht die ziemlich hell aus. Bei mir irgendwie, die ist immer mit Abstand am dunkelsten bei mir. Ich weiß nicht warum. Die ist auch dunkel, aber bei mir sind alle Starcraft-Karten ziemlich hell. Ja, das ist mein Bildschirm. Das ist dein Laptop. Ja, Laptop-Bildschirm. Ist doch dasselbe. Brrr, Protoss. Protoss-Zerg, dann bin ich mal Ja, Doppel-Protoss. Doppel-Protoss-Zerg. Motocross. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Da kommt. Hab ich jetzt nicht drauf geachtet, was da kommt, wenn ich ehrlich bin. Ruhschleimpol wurde angesetzt. Meiner ist aber fast fertig. Boah, jetzt bleibt die dumme Einheit wieder da hängen. Ich könnte kurz. Geh da hin, du Spackenkind, ey. Guck nochmal, was das ist. War das ein Warpgate? Ja, das ist ein Warpgate. Und meiner ist nur halb so weit wie seiner. Aber der hat den bei 10 angesetzt. Ich mein nicht. Ich habe gar nicht gesehen, ob der Gas angesetzt hat. Danke, dass du mich dementsprechend auch aufklärst. Sonde. Das könnte eng werden. Pylon. Ja, der hat Gas. Vanity kommt ran. Ja. Mein Kybernetik ist nach seinem gekommen. Zweites Geld, komm schon. Da. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Mimi. Da kommt Loki direkt auch mit Scouten. Und down. Ach, ja, der geht direkt zurück zu meiner Exe. Ja, der will ja wissen, ob du eine hast. Das war dann wahrscheinlich auch der Plan dahinter. Ja. Ich will jetzt auch Exen. Ich warte gerade noch, dass der sich verzwiebelt. Gut, aber ja gerade. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und dann schmeiße ich auch meine Exe. 2-Gate-Opening bei mir, weil für mehr reicht einfach meine Minerals nicht.
Weil ich halt die Äxte zuerst geschmissen habe. Oh, verdammte Scheiße, diese... Jetzt sieht ihr auch noch, dass ich Roaches mache. Stirb. Peilen. Bevor ich es wieder verpeile. Den gemacht zu haben. Was meinst du, den Wortwitz? Ja. Hatte ich Gott gar nicht so im Sinn gehabt. Eigentlich ganz schlecht, aber naja. Er war auch eher unbeabsichtigt als beabsichtigt. Glaub ich dir. So, jetzt ist offiziell 3 Gate. Das dritte jetzt kommt. Und ein Robo. Damit ist mein 3 Gate abgeschlossen. Na, ich will 3 von euch haben. So, danke. Weil dann kommen Unsterbliche noch und es ist dann so das täglich Brot, was ich hier spielen will. Okay. Oh, da kommt schon Hetzer, Mars-Hetzer. Oh, verdammte Scheiße. Du hast, und Roaches sind auch dabei. Was hast du? Ich hab gleich 3 Roaches, yeah. Der hat ganz viele Roaches, der andere. Verdammt nochmal. Ich kann nicht pumpen, da unten fehlt ein... Pylon bei mir. Ich habe auch schon gar nichts mehr. Ach man. Ja, die haben nicht los, geäxt. Worker, los! Die haben halt nicht geäxt. So schaut das aus. Go, Worker, go! Armselig. Basis wird angegriffen. Die Basis eurer verbündeten Wölfe lagert. Das ist so dämlich. Richtig dämlich. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Basis wird angegriffen. Brauch mehr Gates, hopp. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Ist mein Cybernetic wohl schon weg? Wird angegriffen. Und das war's für mich. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Ja, mein Cybernetic war es gerade am Arsch gegangen. Ich bin hier noch nicht raus, weil ich dafür zu viele Minerals habe. Ich hatte keine. Funktioniert bei mir nicht. Ich habe so früh geäxt. Wenn ich so früh geäxt habe, ich auch die Minerals. So, jetzt habe ich 4 Gates. Fünf Gates, 6 Gates. Nee. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Ihr seid so nervtötend, ihr Leute. Meine haben nicht genügend Energie und jetzt kommt das mit dem Pylon. Ach Gott. Du kriegst ja kein Wellplate von mir. Das ist kein Wellplate gewesen. Es war Weltschrott, wenn überhaupt. Ach komm, leg mich. Leg mich! Ich hasse sowas. Ich hasse sowas wie die Pester. Guck, mit sowas kommst du auch nur Bronze. Buba, dieser Affe, ey.
Genau wie Loki. Das ist für Gold, Platin, aber mit sowas. Richtig geil, ohne Echsen. Mag ich gar nicht. Aber das war zu kurz fürs Mittwoch, also hau ich noch einen rein. Bist du noch da? Ja, bin noch da. Fandst du das nicht auch dämlich? Es ist armselig. Aber es ist typisch für uns. Wir haben Dienstags und Mittwochs noch nie gewonnen. Noch nie. Wollte ich mal erwähnt haben. Aber jede Statistik beziehungsweise jede Serie hat einmal ein Ende. Und nach der Mittwochsfolge fange ich direkt an zu rendern. Das dürfte voll passen. 13:30 Uhr. Montag mit 2 Siegen. Dienstag dann eine Niederlage. Ne? Und Mittwoch bis jetzt auch mit einer. Ich hoffe, mit der zweiten nicht. Wäre echt scheiße. Ich bin Terra. Also da spiele ich jetzt Bio. Wieder mit ganz vielen Marines und so weiter und so fort. Ich will einfach einen Sieg haben. Nicht genügend. Echt cool, sagst du? Nicht genügend. Nee, aber ich würde wahrscheinlich ja, ich 3-4 Barracks machen oder so. Ja. Nicht genügend Mineralien. Und Panzer. Und dann hat sie es eigentlich. Schlechte? Nicht genügend Mineralien. Was wichtig hat? Nicht genügend Mineralien. Timing, yes, perfekt. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Komm. BBF einsatzbereit. Nur zu. Schick die eine Einheit weg. Gibt's Sunda, ja. So. Nötige weitere Depots ist schon richtig so. Ach ja. Aber sicher. Jupp. Juhu. Überstunden. Boah, leck mich, scheiß Spiel. Da mache ich alles richtig, will nur in die Mitte klicken. Was macht das? Gar nichts. Hat das Squad einfach gar nichts gemacht. Yeah, ja, ich wollte meine andere Einheit anklicken. Und das Spiel hat irgendwie nicht gecheckt, dass ich das gemacht habe. Ich drücke mit der Taste voll rein. Passieren tut nur einfach gar nichts. Double-Kaserne. Ja. Meiner erste ist noch nicht mal fertig. Aber ich baue auch zwei. Kein Gas. Einfach nur Biogemülle ist das. Jo. Brauche eine Satellitenzentrale. Was kam da gerade? Ich kann gerade nicht. Ich habe nicht hingeguckt wegen meiner Satellitenzentrale. Ein Gas. Go, gibt's 100. Ich will halt sehen, was der da hat. Warpgate und Cybernetic-Core, würde ich sagen. Alles andere gibt für mich wenig Sinn. Oder Doppel-Warpgate. Cybernetic-Core und der pumpt Berserker. Ja, war klar. Okay. Nicht genügend Reihe. Factory kommt bei mir. Upgrade durchgeführt. Double Marine und Factory. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Bla bla bla. Nicht genügend Mineralien. Jetzt geht's rund. Nicht genügend Mineralien. Ich brauche noch schnell ein Depot gleich. Nicht genügend Mineralien. Und mehr Gas. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Das nervt so. Nicht genügend Mineralien. Alle paar Sekunden muss ich mir das gerade geben. Krass. Hab ich nicht. Ja, ich pumpe auch wie ein Verrückter gerade. Ich pumpe richtig dick sogar. Ja, ich hab im Schnitt pumpen, null, wenn keine Larven da sind. Ich hab im Schnitt null Minerals. Erweiterung nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Ich hatte gerade 0,10. Kurz. Bei meinen Gas und Minerals. Ja, ich pumpe, ne? Ich pumpe richtig. Panzer Marines kommen bei mir vorne. Ich hab schon 35er Supply jetzt erreicht. Nicht genügend Mineralien. Excel kommt jetzt als nächstes.
Beziehungsweise Depots müssen erstmal kommen. Zwei. Und hier wird auch mal nachgesetzt, beziehungsweise umgepflanzt. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ja, Hetzer ist aber und Berserker. Da bist du gar nicht reingegangen. Du sollst da rein, du Zergling. Nichts. Wenn du magst, können wir schon angreifen. Was ich sehen kann. Mal von mir aus. Ich hab gleich Simpack. Marines. Ja, ich hab Panzer. Oh, hier war ein Worker. Hier war ein Worker. Wieso war hier ein Worker? Das gefällt mir nicht. Ja, aber Terra ist ja so ein... Kann der schon machen, eigentlich. In der Zeit wie ich? Ich hab einen Haufen Marines und Panzer. Irgendwas in der Ecke pflanzen. Ein Bunker? Nö. Stimpak kommt jetzt bei mir. 50er Supplies erreicht. Echse. Noch mehr Panzer. Nicht genügend Mineralien. Ich warte noch auf den Panzer und können wir los. Ich baue das Teil fertig. Ich brauche mehr. Da kommt er. Die kommen jetzt. Mit was? Hetzern und Kohl. Ah, ich habe Zerklinge theoretisch. Untereinheit und so. Aber, ja. Unsere Einheiten sollten uns hier vorstellen. Ah, da sind sie Mars Marines. Ich glaube mit Kampfschild. Nicht genügend. Und Mars tot, sagst du? Ja. Aber so richtig. Ich brauche hier was da reingucken kann, was da ist. Ich habe gleich Simpack fertig. Ich brauche mehr Panzer. Das ist zu wenig. Kannst du nicht einen an den Watchtower stellen? Ich habe hier zu wenig Sicht. Meine Panzer greifen nicht auf so Distanz an. Ja, muss ich schon mal. Komm her, Marauder. Komm, komm. Komm. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Sag an, Mann. Selbstverständlich. Kann's kaum noch erwarten. Vorwärts! Jetzt wird's viel lustiger. Mir da jetzt. Doppel-Medi weg kommt jetzt. Was ist das Ziel? Ja, weiter Mars Marines und so weiter und so fort. Ja, wir haben aber bessere Karten. Ich habe Double Medivac dabei, wir können jetzt sofort los. Es kann losgehen. Nur zu! Nicht genug Vespingas. EBF bereit. Was liegt an? Bereit machen, Junge! Ich höre! Was liegt an? Noch was? Wir stehen da vorne. Go, ich gehe da jetzt ein bisschen hin. Okay. Nein! Weil meine Panzer mit vorne standen. Banshees. Kommt her. Bingo! Gut, dass du Hydras hast. Benötige weitere Depots.
Was liegt an? Nur zu. Benötige weitere. Der doof? Ich hab hier Hydra stehen. Der wollte deine Tanks angreifen. Worauf soll ich ballern, Sir? Das war unintelligent. Ich höre. Vorwärts! Das ist kaum noch erwartet. Ne, alles tot, was sie haben. Und meine Panzer haben alle überlebt, go. Na, der Paladin hier gefällt mir aber nicht. So, hör mal. So kein Stück und so. Nee, nee, nee. Ah. Go, lass angreifen gehen. Wir können auch von hier unten hochballern wegen meinen Panzern. Und den Medivex. Ja. Die Sicht drauf haben. Bitte mein. Die Panzer müssen hier unbedingt beschützt werden. Die Bärsies. Ja, Speed Upgrade, das kann ich nicht sehen. Der Pylon muss da fallen. Oh, Unsterbliche. Naja. Warte. Die wollen meine Panzer. Echoline nehmen, GG und gewonnen. Ach ja. Ah, wenig geredet. Wenig geredet, aber passiert. Seht ihr, da habt ihr zum Mittwoch doch noch einen Sieg. Ah. Yeah. Divisionsrang 16, auf einmal kommen die echt ran da. Alle punktmäßig ganz nah aneinander, das hat man gesehen. Die haben mehr abgegradet, dieses Mal habe ich einfach mehr Einheiten gepumpt. Vernichtete Einheit 89. Von den Einheiten her haben wir. Ja. Bei mir vernichtete Einheit 89. Meine Tanks. Ganz klar Sache und ich war immer oben. Immer oben. Zusammen mit dir hinterher, als wir dann alles weggepustet haben. Da sind wir kurz eingebrochen, als sie meine Panzer gefokust haben. Niemand fokust meine Panzer. Ja, und wo ich dann meine Zerklinge verloren habe, wo ich dann nur noch Hydras gepumpt habe. Zum Ende hin. Ja, gucken wir uns an. Bronze, 1-on-1. 3 Spiele, 0 Siege. 2 Siege, 2 Niederlagen im 2-on-2. Das sieht ähnlich aus wie bei mir, nur in dieser Saison gerade nicht. Und bei dem anderen... Ach, jetzt habe ich zweimal denselben angeklickt. Wo's the thing? The thing ist Platin einmal gewesen, 1-on-1 und 4-mal Gold und 2-on-2. 4 Spiele in der Saison, aber nur einen Sieg hat er. Ne, 2 Siege auch. Und damit verabschieden wir uns erstmal von euch. Und das war bis jetzt Season 6. Bei uns ist Season 5 wegen Heart of the Swarm. Die erste Season ist nämlich ohne Heart of the Swarm gewesen. Und schaltet morgen wieder ein, wenn es wieder ist. StarCraft 2 Heart of the Swarm, den Multiplayer. Wir wünschen euch was. Tschüssi. Ciao.